Ab wann das erste Mal mit dem Kind zum Kinderzahnarzt? Früher, als viele denken, und ich erkläre Ihnen auch warum. Der ideale Zeitpunkt, zum Kinderzahnarzt zu gehen, ist, wenn der erste Zahn kommt oder der erste Geburtstag. Warum ist ein früher Start so wichtig? Erstens die Prävention. Früherkennung von Zahnfehlstellungen und kleinen Problemen, ehe sie groß werden. Zweitens die Vorsorge. Zum Beispiel aufklären über den Nutzen von Fluorid und anderen Möglichkeiten zur Kariesvorbeugung. Drittens die Gewöhnung. Kinder können sich so frühzeitig an den Zahnarzt gewöhnen. Das reduziert fürs ganze Leben lang Angst und Stress. Viertens die Beratung. Beim Kinderzahnarzt gibt es wichtige Tipps für die Zahnpflege zu Hause, von der richtigen Zahnputztechnik bis zur Ernährung. Alles rund um den ersten Besuch beim Kinderzahnarzt und wie Sie Ihr Kind angstfrei vorbereiten, habe ich Ihnen im Zahnpiratenblog hier aufgeschrieben. Einfach hier unten klicken.